Was geht ab, meine Freunde? And welcome back zu einem weiteren Bulk-Vlog von Mr. Tapia. Also meine Person, ich mache mal ein bisschen Licht an, damit ihr auch etwas mehr sehen könnt. Ich bin heute etwas später aufgestanden. Ich habe endlich mal durchschlafen können. Habe heute mal mehr oder weniger... Oh Gott. Schrank steht so mehr oder weniger frei gehabt und setze mich jetzt gerade zum Frühstücken an den Essenstisch und habe mir zubereitet hier mein Müsli wieder, was ein bisschen so ein Mix geworden ist aus allem, aus Dinkelflocken, Alnatura, diese naturbelassenen Kelloggs und solchen Hafercrunchies, die hier irgendwo zu sehen sind. Ich habe nämlich vergessen, Dinkelflocken zu kaufen und musste ein bisschen zusammenmixen, damit ich auf 200 Gramm von Flakes, Flocken oder was weiß ich auch komme. Habe auch deshalb ein bisschen mehr Bananen reingetan, 250 Gramm und 300 Gramm Beeren und dazu 250 Milliliter Soja-Drink, Milch, wie auch immer, nennt das, wie ihr wollt. Dazu dann immer noch mal meine zwei Eier, auf die ich aktuell richtig stehe. Also das habe ich mir damals auch immer gemacht und mache ich jetzt auch immer mit Mais quasi, Spiegeleier, Pfeffer, Salz und Paprikawürze. Das haue ich mir jetzt rein. Gestern haben Arno und ich das 1000 Abonnenten-Special quasi abgedreht. Also ein kleines Motivationsvideo für euch. Das habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, weil ich glaube, das werde ich für uns eher schneiden und diesen Vlog quasi später raushauen. Dreh extra jetzt ein bisschen mehr für euch, denn ja, geht ja nächste Woche nach Österreich zu Manuel Berko und von daher probiere ich halt so ein bisschen, ja, damit ihr ein bisschen Bewegung habt auf dem Channel, damit ihr nicht einpennt, damit ihr ein bisschen Material kriegt. Denn ich weiß halt nicht, wie schnell ich da halt das alles gecuttet bekomme, wenn wir halt vor Ort sind etc. und solche Dinge. Ich weiß halt auch nicht wirklich, wie der Plan ist. Belassen wir erstmal dabei. Heute geht's ins Training. Ich trainiere heute Brust mit dem Eugen. Und ich muss mal schauen, der war, glaube ich, etwas länger unterwegs. Es sind ja noch Ferien, ob ich den aus dem Bett bekomme. Und es gibt eigentlich nicht viel zu schnacken. Ich habe Riesenhunger. Ihr habt gesehen, ich 94,23 abzüglich der Kamera, 94 oder so. Habe eigentlich seit der letzten Aufnahme abgenommen, wobei das diese 95,7 die da waren, das war irgendwie noch mit halb gefüllten Magen und Wasser. Deshalb zählt das nicht wirklich, 95, die ich da drauf hatte. Ich schwanke aktuell eigentlich so um die diese 95, die ich drauf hatte. Und aktuell schwanke ich so um die 94. Also 94 plus minus aktuell. Will auch jetzt nicht mehr bis zum Dezember zu viel zunehmen, weil ich merke selber, es ist mehr Fett als qualitative Muskelmasse und das ist für mich für die Definitionsphase später eher kontraproduktiv. Bringt nichts, dass meine Wampe immer größer wird und die Muskeln, sage ich mal, bleiben. Umso schwerer ist es später, die Muskelmasse zu erhalten, desto mehr Fett man hat einfach am Körper. Und ich balke jetzt ja seit 1,5 Jahren, das ist also enorm. Klar, kommt auch einiges an Fett zusammen. Trotz allem bin ich zufrieden mit meiner Form. Ich kriege sehr viele positiven Feedback dazu. Von daher denke ich, habe ich doch alles richtig gemacht. Diesen Lean Bulk, wie viele das nennen, das ist eher so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, das ist eher so ein, ja, ich halte nichts von, sagen wir es so, Lean ist eine Sache, aber ihr könnt halten, es ist halt fast unmöglich, wirklich, vor allem, also über kurzen Zeitraum vielleicht ja, minimal, aber über einen langen Zeitraum wirklich, wie sagen wir, leane, trockene Muskelmasse aufzubauen, ohne Fett, also das ist fast so gut wie unmöglich, also... Von daher, ich habe es zu Anfang auch hingekriegt, dass mein Muskelmasseanteil höher war als der Fettanteil. Deshalb sah das halt so aus, dass ich mehr Muskelmasse aufgebaut habe oder diesen Lean Bulk gemacht habe. Ich habe mich auch jetzt nicht maßlos überfressen in den letzten 1,5 Jahren. Habe das trotzdem immer so ein bisschen kontrolliert im Kopf, mitgetrackt. Teilweise auch immer so 1-2 Tage gehabt, wo ich getrackt habe, um zu schauen, einfach wo ich stehe. Dass ich halt dieses Feeling nochmal beibehalte vom Tracken.
Und es war so ein Halblean-Bike, nennt es wie ihr wollt. Klar, die Wampe ist gewachsen und es gehört halt dazu. Umso mehr freue ich mich aufs nächste Jahr. Und dann schalte ich dementsprechend später nochmal. Ich habe so Hunger. Kennt ihr das, wenn ihr so ein schwarzes Loch im Bauch habt? Wirklich, das zieht sich schon so nach innen zusammen. Gott, ich wette, dass wenn ich das aufgegessen habe, ich immer noch Hunger habe. Ja, und was gibt es dann natürlich noch? Da oben, wenn ihr seht, hier oben, da wo das Bild von einer jungen Frau steht, die ich sehr liebe, da oben und darunter, da hier, das haue ich mir nochmal rein, Jomo, und den Spaß auch nochmal, Kreatin, Vitamin C, Vitamin C, Vitamin D3 und Zink. Und dann bis gleich. So, dann gehen wir mal Tester Eugen besuchen. Ich hoffe, es war der richtige Nachname. Bin mir nicht sicher. Jo, Tester Eugen hier. Ich bin gleich auf dem Licht gewaschen. Hä? Ist sexy. Ja, ist nichts Neues. Die Leute freuen sich auf Kamera. Sie wollen gern sehen, wie du wohnst. Oh, so und Eugen. Hier hat er sein Money. Was ist das, Kreatin? Oh, ich habe kein Kreatin genommen. Sehr gut, dass du welches hier hast. So. Ich probiere jetzt mal bei Eugen nochmal das Kreatin. Gerstengras von Fundament, wollte ich schon sagen, von Profuel. Bin gespannt, wie es schmeckt. Es hat eine andere Farbe, ne? Aber da ist auch, sagst du ja, mehr drin als. Im Gerstengras normal mit. Oh Gott, ist auf jeden Fall deutlich grüner, ne? Ja, ist deutlich grüner, aber da ist auch Matcha-Tee drin, deshalb glaube ich. Oh, und das ist pot süß, Mann. Ich weiß, dass du auch zwei Scoops reingehauen. Ja, normal, aber. Was kommt rein? Hättest du nur einen machen müssen. Boah! Ja, einer würde reichen eigentlich. Das ist richtig hardcore süß, Mann. Übel. Wenn man hat, spendiert ihr mir nochmal Vitamin D3, weil ich mal heute alles vergessen habe. Und Zink. Apropos. Wie viel nimmt man davon eine? Ich nehme vier immer so. Echt? Ja. Ja, ich kann es ja mir jetzt noch nicht gönnen, weil ich auf leeren Magen. Ja, auf leeren Magen, genau, vor allem Zink auf leeren Magen, kann ich auch allen sagen. Probiert es gerne mal selber aus, wird einem kurz übel. Also bei mir geht es mittlerweile, wenn ich halb leer habe, aber komplett leer nicht. Und vor allem Vitamine werden sowieso besser verdaut, wenn man die mit Lebensmitteln einnimmt, also vorher gegessen hat.
Aber ich kann auch einen frischen geben von uns, von Stefan. So, ich bin jetzt wieder zu Hause eingetroffen. Ich muss jetzt mal die Spülmaschine hier ausräumen. Die ist rappelvoll. Letzter Zeit futter ich immer so viel, dass ich echt 2-3 Mal in der Woche eine Spülmaschine machen kann. Das ist ein bisschen viel, finde ich. Deshalb probiere ich sogar ein bisschen mit der manuell abzuwaschen zwischenzeitlich. Und war wieder ein bisschen einkaufen. Und was hat sich Tapir geholt? Klarspüler? Nein. Speisesalz? Nein. Spezialsalz heißt es. Sexy? Nein, ich habe mir echt was geholt. Spaß beiseite. Und zwar war ich bei, ich wollte schon Alnatura sagen, ich war nicht bei Alnatura, aber ich war bei Butnikowski. Und da kaufe ich gerne ein Alnatura-Produkt, die zeige ich euch gerne mal. Easy, klassisch, meine Dinkelflocken. Warum Dinkelflocken? Ich weiß nicht, soll ich es vielleicht nochmal erklären für die Personen, denen ich noch nicht erklärt habe. Also die sind einfach von Grund aus Dinkelflocken, sind vom... Wie sagt man? Jetzt finde ich die richtigen Wörter nicht. Sie sind besser verdaulich als klassische Haferflocken. Zudem sie ein relativ sieht man das? Also, zudem sie einen relativ hohen Eiweißanteil haben, was glaube ich normale Haferflocken auch haben. Aber im Verhältnis zu Haferflocken nur 2,6 Fett haben, bedeutet die normale Haferflocken haben da 7 Gramm. Das macht schon einiges aus. Die Fats save ich mir dann doch lieber über andere Dinge. Dann hier nochmal zur Abwechslung ein paar dinkelgepufferte Flakes. Auch diese Low-Fat, High-Protein, ballaststoffreich und relativ natürlich. Dann nochmal so ein Mix-Müsli, falls es mal langweilig wird für die schnelle Nummer. Hat etwas mehr Fett, ist aber auch in Ordnung, ist auch Nussmüsli. Meine Haferdrinks, das ist quasi mein Milchersatz. Sojadrinks oder sowas kaufe ich mir eher selten, aber die kaufe ich mir relativ oft, kosten 1,50 Euro. Haferdrink ungesüßt, kosten 1,50 Euro und halten bei mir 4 Portionen, weil ich immer pro Portion morgens 250 Milliliter davon nehme, 1 Liter sind es. Das heißt 4, 8, 12 Portionen und dafür ist es in Ordnung, weil herkömmliche Milch weniger kostet, aber ja, es ist im Verhältnis ist es vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt nicht durchgehend sich von dem Zeug, sage ich mal, sein Wasserhaushalt deckt. Was steht noch bei mir an? Ich futter auf jeden Fall heute nochmal was. Gerstengras brauche ich erstmal nicht mehr trinken. Habe ich nämlich vertüdelt vorhin. Hab mir der liebe Eugen ja gegeben, wie ihr gesehen habt. Ich mache nochmal die Bude klar. Und dann cutte ich jetzt mal das 1000 Abonnenten Special von gestern. Es wird Zeit, denn es ist spät und ich habe die nächsten Tage keine Zeit leider. Ich weiß auch nicht, wann dieses Video erscheint. Ich hoffe auch möglichst schnell. Ich gebe mir da Mühe. Also Leute, dranbleiben. Welcome back. Und einen schönen guten Morgen. Ich habe es echt vergessen, gestern nochmal weiterzudrehen. Ich habe es einfach vergessen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden, mir ist es gestern Abend schon aufgefallen. Problem war, beziehungsweise warum ich es vergessen habe, weil ich habe an dem, wie unserem 1000 Abonnenten Special wirklich 3 Stunden gecuttet. An einem Video, an einem Teil, der geht 3 Minuten lang, habe ich 3 Stunden gebraucht. Das allein nur, weil ich die Szenen einzeln ausschneiden musste und dann die wirklich Millimeter-Sekunden genau einsetzen musste. Und das, ja, oh Gott, es hat echt... Und dadurch habe ich das total vergessen. Habe ich überlegt noch so, ich habe das gecuttet und war um 9 Uhr irgendwann abends fertig. Habe dann noch gegessen. Nee, um 9:30 war ich sogar fertig. Habe dann noch gegessen und dann nach dem Essen saß ich da so und dachte nur, Scheiße, du hast vergessen zu filmen. Du hast den Tag gar nicht abgeschlossen. Ja, sehr cool. Also ich erwarte ein schönes Video, beziehungsweise solltet ihr das eigentlich schon gesehen haben. Wie gesagt, ich freue mich über das Feedback. Wir freuen uns über das Feedback. Haut es gerne in die Kommentare, ob es gut geworden ist, ob euch der McFit-Clip auch gefällt. Wir freuen uns da enorm drüber. Und ich sehe noch ein bisschen verpennt aus. Ja, ne? Wie auch immer, schließe ich dann hiermit den Vlog von gestern ab und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, im nächsten Video sehen wir uns dann schon in Österreich.